In diesem Video zeige ich dir das beste Grundangelset und auf welche Fische wir damit am besten angeln. Also legen wir los, wir sind am Moskito, wir haben schon gleich 9 Uhr abends und das bedeutet, wir haben schon ein wenig Zeitdruck, denn wir müssen abends und nachts am Spot sein, um die profitabelsten Fische rauszuziehen. Doch zunächst gönnen wir uns das ultimative Starter-Set, wenn man Bock hat aufs Grundangeln. Und zwar das Feeder-Set Start. Feeder-Angel-Set Start kostet 149 Silber, so wie es hier ist. Ob es am Moskitosee oder am Windenbach ist, da sind die Preise jeweils gleich. Und ja, da gönnen wir uns so ein Paket. Katsching. Ah, raus mit der Kohle. Und wir gucken direkt mal rein. Hier ist es auch schon. Und ich packe das Set einmal aus. Jawohl, wollen Sie wirklich? Wir wollen. So, dann drücken wir U, halten U gedrückt sozusagen und ziehen uns die Route hier einmal rein. Nehmen wir mal die Taste 4 dazu. Und dann schauen wir uns das komplette Set an. Es ist praktischerweise schon komplett zusammengebaut und wir verfeinern das Ganze jetzt noch und optimieren es gleich noch ein wenig. Und zwar brauchen wir hier noch ein bisschen bessere Haken. Welche Haken das sind, das zeige ich dir gleich. Zunächst schauen wir uns noch mal ganz kurz die Route an und sehen hier, wir haben jetzt hier eine Route mit einem Wurfgewicht von 20 bis 100 Gramm, 3,60 Meter Länge, 6 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt, da haben wir schon richtig gut die Möglichkeit, auch dicke Brocken mitzuziehen. 4 Kilo Bremskraft hier auf der Rolle, auch das ist richtig gut. Also das ist schon mal im Großen und Ganzen doch ein Top-Set. Kleines Blei ist dabei, die Bimmel ist dabei, also das gesamte Set für 149 Silber, so komplett. Damit kann man es auch wagen, ab Level 12 und Level 12 aufwärts, zum Beispiel an der alten Festung auf Brassen zu gehen, wenn man Bock hat, sein Grundangeln nach oben zu pushen. Was man natürlich auch machen kann, wir können auf winzig kleine Fische gehen und das machen wir als erstes. Also rüsten wir eben unsere Rute um, das heißt wir wechseln hier unsere Zitterspitze oben, gehen damit einmal auf eine 14 Gramm, gehen also auf eine ganz leichte und feine Spitze, damit die sich sehr schnell biegt. Und dann gehen wir nochmal shoppen, wir brauchen Angelhaken, klassisch. Und dann gucken wir mal eben, hier haben wir nur 20er, 16er. Am besten sind doch tatsächlich die 18er Haken. Haben wir hier noch irgendwo welche? Und hier sind tatsächlich die meisten 18er auch tatsächlich ausverkauft. Ist das der Hammer? Am Windenbach waren tatsächlich auch gerade noch 18er. Bedeutet, schnell zum Windenbach, wenn dort am Moskito keine zu finden sind. Und wir holen uns hier die Haken. Schauen wir mal eben kurz rein. Hier waren noch, guck mal da, 18er. Davon holen wir uns 1, 2, 3 Stück. Zum Glück haben wir keine Reisekosten. Das heißt, wir begeben uns direkt wieder zurück zum Moskitosee. Und hier angekommen, machen wir uns auf die Socken. Und wir rennen zum Spot. Wo das ist, das zeige ich dir gleich. Und wir sind angekommen hier am Spot am Moskitosee. Ich mache die Map eben auf, ihr seht es. Wir sind hier ganz unten am untersten Zipfel sozusagen vom Moskitosee. Und die Koordinaten hatte ich aus dem Discord, aus dem Discord-Channel vom Moskitosee. Hier, wenn ihr Interesse habt am Discord, Link ist unten drunter. Da hatte jetzt aktuell der Devilus geschrieben, Alden, hier lübt es richtig gut. Und da muss man doch solche Spots auch mal testen. Also, wir schnappen uns jetzt hier unser Grundset. Zwei Varianten Grundset haben wir jetzt hier. Das heißt, wir haben ja einmal das gerade frisch zusammengebaute. Unsere gerade frisch gekaufte Karma Komfort. Hier wechseln wir jetzt als erstes den Haken. Machen den kleinen 18er Haken hier drauf. Wählen hier den Regenwurm als Köder. Und dann werfen wir das Ganze hier aus. Wir können natürlich noch einen Clip setzen. Und das machen wir auch so ungefähr auf 10 Meter. Geklippt, rauswerfen und was ist wichtig, genau, Bremse wieder erst nach unten stellen,
Denn wir wissen ja nicht, wie das ist mit der Tragfähigkeit hier. Bügel zumachen, mit einmal linke Maustaste drücken und die Route abstellen und mit Y nochmal nachzuppeln. Übrigens der Clip. Na, jetzt drücken wir mal, der zuppelt hier die ganze Zeit rum. Jetzt drücken wir nochmal kurz K. Einmal K. So. Dann machen wir das Ganze hier nochmal. Wir haben hier so eine Ersatzrolle haben wir hier. Das ist ja das ganz, ganz günstige Set. Auch hier machen wir den 18er Haken drauf und den Regenwurm. Dieses Set hatte ich ja im letzten Video schon vorgestellt. Also, so wie die Route hier ist, einfache Grundmontage. Auch hier, wir haben ja hier unten diese kleine Anzeige mit dem Warnzeichen. Auch hier setzen wir jetzt den Clip. Das heißt, wir machen hier Steuerung und Plus und Minus. Und ihr seht, mit Plus setzen wir hier auch den Clip auf 10 Meter. Was sehen wir noch? Wir sehen unten an der Ecke einmal das Zeichen, dass einmal der Clip gesetzt ist. Daneben haben wir das Zeichen für die Spule und da wird angezeigt, wie viel Schnur auf der Spule ist. Und da erkennen wir, dass da oben schon eine kleine Lücke quasi ist, dass der Kreis nicht ganz geschlossen ist. Und das erklärt sich dadurch, dass wir hier eine Schnur drauf haben von 120 Metern, aber es würden auf diese Rolle 130 Meter passen. 120 Meter sind drauf, 130 würden passen, dann wäre diese Rolle komplett gefüllt mit einer Schnur in der Dicke von 0,2 mm. Das sind hier ganz wichtige Komponenten, wenn ihr euer Set zusammenbaut. Immer darauf achten, wie viel von dieser Schnur passt denn eigentlich auf meine Rolle drauf. Ganz wichtiger Punkt. Also, das Ding werfen wir jetzt natürlich auch aus. Kommen wir aber nochmal schnell zurück hier zu den Zeichen unten an der Actionbar hier. Das heißt also, das erste ist der Schnurclip. Das zweite ist die Menge an Schnur auf der Rolle. Daneben das Zeichen mit der Flamme, das fängt an zu leuchten, wenn ihr einen dicken, fetten Brocken dran habt, der eure Bremse zum Glühen bringt. Das heißt, je mehr der abzieht und ihr eure Bremse nach oben zieht, desto eher fängt die natürlich an zu glühen, erhitzt sich. Und wenn die dann wirklich im roten Bereich ist, dann ist es wirklich mies für eure Bremse. Denn dann geht der Verschleiß auf der Bremse rasant vorwärts. Also das sollte man vermeiden. Wie vermeidet man es? Wenn man einen Fisch hat, der so hart die Bremse belastet, Bremse runternehmen. Immer noch die Spannung aufrechterhalten, aber auf jeden Fall die Bremse reduzieren und den Fisch erstmal ziehen lassen. Wenn wir nichts dran ändern können, dass er abhaut, dann müssen wir ihn erstmal ziehen lassen. Der wird schon müde. Daneben das Zeichen ist auch ein sehr unangenehmes Zeichen, denn das ist das Zeichen fürs Verhaken. Wenn sich zum Beispiel der Haken hier im Grün verhakt hat, dann, tja, kommt diese Warnmeldung. Es gibt ab und zu noch einen Bug, wo dieses Zeichen nicht kommt und trotzdem der Haken verhakt ist. Das passiert ab und zu nochmal. Die meisten Stellen auf den Maps sind da schon ausgemerzt, aber trotzdem passiert das ab und zu mal. Da hilft eigentlich nur noch einloggen, ausloggen oder das Gewässer wechseln. Wie man den Haken richtig löst, auch dazu werde ich ein extra Tutorial machen. Ja, daneben haben wir dann nochmal das Zeichen mit dem Kilo, mit diesem Gewichtszeichen. Das leuchtet immer auf, wenn wir mit unserem Set hier das Wurfgewicht der Route übersteigen. 20 Gramm bis 100 Gramm, das heißt, wir würden jetzt hier vielleicht mal ein 100 Gramm Blei dran machen. Dann wiegt der Köder ja auch noch ein bisschen was. Dann sind wir hier dann schon im gelben oder sogar im roten Bereich. Wollen wir nicht, denn das belastet unseren Blank der Route und dadurch verschleißt er und den können wir dann gar nicht mehr reparieren. Das heißt, irgendwann ist die Route dann hin. Daneben dann das Warndreieck, das ist geschuldet, ja, dieser schrottigen Rolle, die wir ja trotzdem verwenden. Ein Teil des gesamten Sets hat mehr als 50% Verschleiß oder eben die 50% genau schon erreicht. Ab dann leuchtet quasi das Warndreieck unten auf. Da heißt es dann dringend reparieren. Übrigens, apropos reparieren, diese UDSSR-Rolle
auf gar keinen Fall mehr reparieren. In ganz alten Tutorial-Videos hat es sich damals noch gelohnt, die zu reparieren. Das wurde allerdings gepatcht und mittlerweile lohnt es sich bei weitem nicht mehr, diese Rollen noch zu reparieren. Also das ist finanziell überhaupt nicht mehr attraktiv. Und da bimmelt es auch schon los. Der erste kleine Zuppler. Wird auch schon Zeit, denn es wird langsam auch schon bald wieder hell. Jetzt habe ich hier so viel Zeit vertrödelt mit Erklärung und so weiter. Dabei wollten wir doch hier diesen wichtigen Fisch fangen. Das ist einer der effektivsten Fische im Game, im Low Level. Der winzige Kaulbarsch. Ja, das ist es. XP sind ganz okay. Wir machen jetzt natürlich die ersten Skillpunkte hier im Grundangeln. Und warum ist er so effektiv? Weil er einfach in seinem geringen Gewicht, ähnlich wie auch Hasel und Laube, man erreicht sehr schnell das Trophäengewicht sozusagen. Oder man ist sehr schnell nah dran am Trophäengewicht. Und Fische, die nah am Trophäengewicht sind, bringen einfach entsprechend viel Silber für ihre Gewichtsklasse. Und da zubbelt es auch direkt wieder los hier. Zack. Und hier haben wir jetzt sogar ein bisschen was Dickeres dran. Ich muss die Bremse langsam hochdrehen. Wir hören das Klackern hier. Oh, eine schöne Güster. Und eine schöne Güster bringt uns sogar das nächste Level. Level 11 bin ich hier mittlerweile schon. Das heißt, ich muss jetzt richtig Gas geben, dass ich so schnell wie möglich Level 12 erreiche natürlich. Beziehungsweise genug Geld habe für Level 12, dass wir dann ab Level 12 natürlich auch Spinning machen können. Also schnell wieder raus damit. Übrigens der Schnurclip, ich hatte ihn gerade nochmal reduziert auf 6 Meter. Ich hatte geschaut, der Devilus hatte das auch so geschrieben. 6 Meter Schnurclip hier direkt am Gras hier vorne. Sehr schön nah dran und sehr ufernah. Was übrigens mal passieren kann, ich gucke mal, ob man das hier demonstrieren kann. Nee, da läuft das noch ganz gut. Ich versuche mal ein bisschen weiter auszuwerfen. Es gibt manchmal eine Art Festhängen. Und zwar ein Festhängen des Bleis sozusagen. Das heißt, man kurbelt und zieht und zieht und zieht und schafft dann quasi gar nicht, dieses Blei, was wir jetzt gerade verwenden, auf dieser leichten Route einzukurbeln. Das dreht quasi durch. Und wenn das passiert, einfach Stück für Stück die Bremse hochziehen, immer ein bisschen höher, wieder ein bisschen kurbeln. Bis hier so ab 25 sollte es dann irgendwann packen. Auch da zählt immer wieder, ganz wichtig natürlich gucken, wie weit geht diese Actionbar, wie weit geht es in den roten Bereich. Man will ja nicht, dass es am Ende vom roten Bereich, dass man da ist, weil am Ende vom Rot ist dann halt die Schnur durch, da ist es halt durchgerissen. Das heißt also, die Bremse leicht erhöhen, wieder einkurbeln, bis sich dann das Blei vom Grund gelöst hat. Und hier zuppelt es wieder los. Ja, das ist jetzt hier das A und O. Tatsächlich dieser olle Kaulbarsch. Warum noch dieser Kaulbarsch? Es gibt immer wieder super profitable Kaffeeaufträge für den Kaulbarsch. Und auch hier allgemein zählt für das Angeln am Moskitosee alles mitnehmen, was wir hier fangen. Denn sämtliche Aufträge, sowohl am Moskitosee als auch am Windenbach, sind sehr, sehr anfängerfreundlich und haben immer wieder, also die Kaffeeaufträge haben immer wieder Fische drin, die halt unmaßig sind. Und der Unterschied zwischen unmaßig, also 0,05 Silber vielleicht, zu 3,4 Silber für 3,4 Fische, das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und die Kaffeeaufträge sind auch immer wahnsinnig lohnenswert, weil die einfach vom Verhältnis her deutlich mehr Silber bringen. Ja, die Nacht ist so langsam vorbei. Wie sieht der Kescher aus? Das ist bisher das Ergebnis. Das heißt, für so eine halbe Nacht, wir haben ja die Hälfte der Nacht verquatscht leider, aber im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden damit. Aber wir gehen natürlich auch mit so einem kleinen Kescher noch nicht zurück. Wir schnappen uns unser komplettes Set, alles was wir haben, und versuchen dann noch ein wenig weiter zu angeln. Wo man das am besten macht, zeige ich auch noch schnell, und dann verkaufen wir. Und raus hier, zack, mit der zweiten Rute, diesmal hier auf 8 Meter geklippt. Die Stelle ist hier auf der Map.
Wir sind gar nicht weit hochgelaufen, also eine kleine Ecke weiter nach oben. Aber ich sag mal, von hier aus, auch hier vorne, wo diese Trauerweide ist, auch da in das Grün, da kann man auch sehr gut hinwerfen. Das hier wäre jetzt eine Stelle, ebenfalls vom Devilus benannt, der übrigens wahnsinnig viel Zeit am Moskitosee verbracht hat und sich hier sehr, sehr gut auskennt. Und er meinte, hier, Alden, geht auch richtig gut nochmal auf Rotauge. Und wenn das Rotauge auch später im Game irgendwann so ein bisschen verschrien ist, anfangs lohnt es sich eben auch, Rotaugen rauszukloppen. Denn was ist wichtig? Eine hohe Frequenz ist wichtig. Wir wollen sehr viel Silber machen mit einer hohen Frequenz. Denn dann skillen wir zum einen unsere Grundangelmethode schön hoch. Wir verdienen einfach Silber. Und ja, es macht dann auch noch Spaß und wir sitzen hier nicht stundenlang und es passiert nichts. Zusätzlich werfen wir hier an der Stelle natürlich dann auch noch unsere Pose mit aus. Wir machen ja hier ein Allround-Account. Das bedeutet, entweder wir schmeißen hier die Pose mit raus oder Spinning. Am Moskitosee würde ich tendenziell eher die Pose auswerfen und am Windenbach dann vielleicht eher noch ein bisschen Spinning machen. Zack, da ist das erste kleine Rotauge. Zack, direkt wieder Grundfisch-Skillpunkte. So soll das sein. Und wieder raus damit. Übrigens hier jetzt auf den Köder Borkenkäferlarve. Die Borkenkäferlarve hatten wir zuletzt aus der Köderbox. Die hatten wir ja im vorherigen Tutorial noch gekauft. So, auch hier ziehe ich jetzt noch ein paar Brocken raus und dann gehen wir verkaufen. So, nach einer halben Stunde Angeln schauen wir doch mal eben ins Café, was wir abgeben können und sehen, wir können zumindest hier ein paar unmaßige Giebel abgeben. 93 Gramm, 199 Gramm, beide würden uns jetzt hier 2 Silber 87 bringen und da gucken wir natürlich gerade noch mal eben rein nach Gewicht sortieren. Die beiden würden 0,08 8 Silber bringen, also quasi gar nichts. Na, da verkaufen wir doch lieber im Café für den Auftrag. Wir sortieren hier nach Gewicht, denn es reichen ja hier die unmaßigen. Die verkaufen wir jetzt für immerhin 2,87. Lauben haben wir nicht, Karauschen haben wir nicht, Schläfergrundel, da bräuchte ich noch eine weitere, da schaue ich gleich, ob ich noch eine kriege. Barsche muss ich gleich tatsächlich mal testen mit dem Spinning, das mache ich hier in der Nähe, das versuche ich hier unten in dem Bereich gleich nochmal auf die Barsche. Und Güster, die fange ich doch bestimmt auch gleich noch, beziehungsweise auch Schleie auf Mais oder Käse wäre durchaus eine Option. Diese Aufträge hier unten, die packen wir gar nicht an, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir solche Fische hier fangen, liegt, ich würde sagen, bei vielleicht 1%. Also Finger davon, auch wenn ihr denkt, boah geil Alden, ich fange mal eben 2 Hechte mit 7,5 Kilo, Katastrophe, das wird wahrscheinlich nichts. Von daher guckt nicht auf diese Aufträge, sondern auf die, die realistisch sind. Das heißt, diese kleinen Aufträge, diese kleinen Fische, unmaßig. Fünfmal hier solche kleinen Kandidaten, fünfmal solche Kandidaten. Das bringt dann richtig Kohle. Ja, und wenn wir dann im Fischmarkt nochmal reinschauen, sehen wir dann auch hier nochmal das Ergebnis. Und da sehen wir dann eben auch die Kaulbarsche hier drin. Allerdings alles Kaulbarsche, die ich sag mal so im Mittelfeld sind und nicht so in Richtung 100 Gramm gehen. Da machen die dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Kohle. Kaffeeaufträge hatten wir auch nicht drin mit dem Kaulbarsch. Heißt also auch da lohnt es sich dann eher gezielt drauf zu gehen, wenn denn der Kaulbarsch auch drin ist. Die Giebel haben ganz gut Kohle gebracht und das sind natürlich auch ganz wichtige Klassiker, Giebel und Karauschen hier am Moskitosee. Da gehen wir bestimmt auch irgendwann nochmal gezielt drauf. Oder du schaust einfach mal im Discord, wie schon gesagt, einfach mal rein, denn da gibt es jede Menge Spots, die super funktionieren, von ganz erfahrenen Anglern reingepostet. Wenn es dich interessiert, einfach mal unterm Video schauen, da ist der Link zum Discord. Und wenn das Ganze geholfen hat, gerne die Glocke reinballern für den Kanal, damit du auch das nächste Tutorial-Video nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.